So, die Uhr sagt Viertel nach, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, ich erzähle etwas zu einem Thema, das mich so in den letzten anderthalb Jahren sehr viel umtreibt, nämlich zum Thema aus Joomla mehr rauskitzeln mithilfe des Override-Systems. Ich bin David Jardin, freiberuflicher Webentwickler hier aus Köln. Gleichzeitig auch irgendwie freiberuflicher Joomlaholic, turne dadurch die Weltgeschichte. Bin auch sonst dem Open-Source-Umfeld ein wenig verbundener, als es wahrscheinlich der Normalmensch ist. Und seit Februar diesen Jahres Mitglied im Joomla Community Leadership Team. Das ist eines der drei offiziellen Leitungsgremien, die das Joomla-Projekt so hergibt. Und ich erzähle etwas zu meinem allerliebsten Lieblingsfeind, nämlich dem HTML, das so default aus Joomla herauspurzelt. Über die Qualität dieser Ausgabe kann man streiten, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Unabhängig von der Qualität ist es aber trotzdem so, dass man immer wieder an den Punkt kommt, wo man denkt, da müsste eigentlich was anderes hin. Die Klasse ist blöd, da fehlt mir noch ein Tag. Ich will eigentlich, dass das Bild, was jetzt ganz unten ist, nach ganz oben hin gehört. Es muss halt, es soll halt anders sein. Ne? Damals früher in den Zeiten von HTML hat man sich dann per FTP verbunden, die passende HTML-Datei rausgesucht, geändert, gespeichert, läuft. Bei Joomla ist das alles ein bisschen komplizierter. Da gibt es zwei Methoden. Die Methode 1 ist die Kettensäge-Methode, nämlich der Core-Hack. Soll heißen, mal irgendwie, ich weiß nicht, den Texteditor seiner Wahl anwerfen, mal über den ganzen Joomla-Ordner nach dem Schnipsel suchen, den man da gerade haben will, hoffen, dass man es findet und dann einfach in irgendeiner Joomla-Datei ändern, speichern, weil dann ist es ja richtig. Diese Art Lösung im weitesten Sinne hat ein kleines, subtiles Problem, das immer dann zum Tragen kommt, wenn man die Seite wieder erwarten, updaten möchte. Dann ist die Änderung nämlich futsch jedes Mal wieder. Wenn man da der alleinige Webmaster ist, nur man selber auf den Knopf drückt und man Schmerzen mag, ist das sicherlich ein gangbarer Weg. Ich persönlich finde das eher nicht so schön. Captain Picard übrigens auch nicht. Ich persönlich gehe da lieber den Weg über das Override-System. Das ist ein sehr vielschichtiges, ineinander verworrenes System aus verschiedensten Ebenen und Stellschrauben, wo man dran schrauben kann. Quasi eine Zwiebel aus Overrides. Und wir werden jetzt nach und nach eine Schicht nach der anderen abziehen und mal schauen, wo wir da rauskommen. Grundsätzlich ist das Prinzip des Overrides am meisten genutzt im Bereich der Komponenten. Jetzt mal angenommen, in diesem wunderbaren Default-Template von Joomla 3 möchten wir die Art und Weise verändern, wie ein einzelner Beitrag aussieht. Kommt ja ab und an mal vor. Aber jetzt, was weiß ich, zum Beispiel, dass die lustigen Icons da auf der rechten Seite über der Überschrift stehen sollen oder gängigerer Fall, das Veröffentlichungsdatum soll nicht dieses blöde Bootstrap-Icon haben, sondern ein viel größeres blödes Bootstrap-Icon, das dann über der Überschrift steht. Der erste Schritt, um das jetzt tun zu können, ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, welche Ansicht einer Komponente wir da eigentlich gerade bearbeiten wollen. Ansicht, da ist dann der Fachbegriff in der Joomla-Welt die sogenannte View. Und eine Übersicht davon, welche Views so eine Komponente eigentlich hat, bekommt man dann, wenn man für diese Komponente einen neuen Menüeintrag anlegen will. In der Regel ist es so, dass jeder einzelne Punkt hier eine View ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Kategorie Blog und Kategorie Liste sind eigentlich eine View. Da läuft also die gleiche Technik im Hintergrund, nur die Ausgabe ist ein bisschen unterschiedlich. Das ist dann ein Spezialfall. Im Regelfall ist jeder Punkt eine View. Da geht man dann hin und klickt einfach mal den entsprechenden Eintrag an, den wir da so haben wollen. Wir klicken also auf einzelnen Beitrag, wenn wir das ändern möchten. Dann schubt sich das da ein bisschen hin und her und da gibt es ein schreibgeschütztes Feld Link.
Wenn man da mal ganz nach rechts scrollt, bekommt man den englischen Originalnamen dieser View heraus. In dem Fall Article. Das notiert man sich irgendwo mental oder ganz oldschool auch auf totem Baum, je nachdem, wie man es möchte. Wechselt in den Template Manager. Da wird man dann standardmäßig, landet man bei den Template-Stilen. Jetzt gibt es verschiedene Klickwege, entweder auf Templates und einen Template-Namen oder der Shortcut einfach direkt den Template-Namen anklicken. Dann landet man im grandios überarbeiteten neuen Template-Manager. Ich glaube, was war es, 3.2 oder 3.3? 3.2, oder? Nick mal, Thomas. Könnte hinkommen, ne? 3.2, ich glaube schon. Da gibt es einen Tab Overrides erstellen, den man dann anklickt. Dann wählt man die entsprechende Komponente aus, für die wir jetzt was machen möchten. Com Content zum Beispiel. Und dann taucht da der Artikel, unsere View, von eben auf. Wird angeklickt. Joomla arbeitet im Hintergrund und sagt jetzt in dem Fall, dass unser Override in dem und dem Ordner erstellt wurde. Und das gleich doppelt, weil es besonders stolz drauf ist. Könnte man mal vielleicht was dran tun an der Meldung. Das ist deshalb so toll, weil man das einfach mit Clicky Bunti machen kann. Bis einschließlich alles, was vor Joomla 3.2 war, gab es zwar schon die Grundtechnik der Overrides, aber das war eine ziemliche Copy-and-Paste-Orgie, weil man im Template-Ordner einen neuen Ordner namens HTML anlegen musste, in diesem Ordner HTML einen Ordner namens Komponentenname, da drin dann einen Ordner namens View-Name, dann wechselte man in den Ordner Components, Komponentenname, Views, View-Name, Template, kopierte die entsprechenden Dateien in den anderen Ordner, hat eingefügt und dann war der Override da. So geht's irgendwie einfacher. Was ist aber jetzt eigentlich passiert? Was sind diese Overrides? Wenn man jetzt mal in den Ordner wechselt, der da angelegt worden ist, findet man da eine Ladung Dateien. Spannend ist in der Regel die Default.php beziehungsweise die Default-Unterstrich.php, je nachdem, wo genau sich der Schnipsel, den man da bearbeiten möchte, versteckt. Diese Dateien sind nichts anderes als 1:1 Kopien der Joomla-Core-Dateien. Das heißt, da wird die Core-Ausgabe, die sonst immer daraus fällt, genommen, im eigenen Template abgelegt und man kann jetzt dran rumspielen und das Gleiche machen, was man früher sonst direkt im Kern gemacht hat. Und Joomla, in dem Moment, nö, ist nicht so schlimm. Mich stört das auch überhaupt nicht. In dem Moment, wo jetzt die Komponente geladen wird, prüft Joomla jedes Mal im Ordner des gerade aktiven Templates, gibt es da ein Override? Falls ja, benutze ich das. Falls nein, benutze ich die Standardansicht, die ich von selber mitbringe. Das Wunderbare dran ist, dass diese Overrides bei einem Update nicht überschrieben werden. Das heißt, ich mache meine Änderung einmal da und habe dann in der Regel keine Probleme mehr. Betonung liegt auf in der Regel. Wenn ich das ändere, speichere und das entsprechend neu lade, ist meine Änderung drin. Das exakt gleiche Prinzip gibt es auch da mittlerweile für die Module. Auch da Template Manager, Override erstellen, entsprechendes Modul raussuchen, anklicken, wird angelegt, funktioniert. Es gibt bei den Modulen aber etwas, das ist meine persönliche Lieblingsgeheimwaffe im Kampf gegen den immer größer werdenden Wald aus Dritterweiterungen, nämlich die Funktion der sogenannten alternativen Layouts. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, das habe ich gestern schon gezeigt, der ein oder andere wird es kennen. Aktuelles Kundenprojekt mit der Anforderung, wir wollen auf der rechten Seite einen Kasten mit News haben, der soll lustig formatiert sein und wir wollen einen Kasten mit den nächsten Veranstaltungen haben. Wer schon mal in der unangenehmen Situation war, einen Joomla-Veranstaltungskalender suchen zu dürfen, weiß, warum ich versuche, das zu vermeiden. Was ich also gemacht habe, ist das Folgende. Ich habe mir ein normales Override für das entsprechende Modul Latest Articles, also das ist das mit der, zeige die letzten Beiträge aus Kategorie XY an, da habe ich mir das ein Override erstellen lassen über den Template Manager und habe dieses Override, was normalerweise auch wieder Default.php heißt, umbenannt. In dem Fall gibt es da jetzt eine Variante SiteNews.php, die dafür zuständig ist, dass oben dieser News-Block mit dem lustigen Layout rausfällt
Und das andere ist events.php, wo die Veranstaltungen rauskommen. Auch da, das ist relativ simples HTML. Wir haben jetzt mit ein bisschen PHP drin. Das ist das News-Modul, wo das Datum, an dem der Artikel erstellt wurde, als Datum, an dem der Artikel erstellt wurde, ausgegeben wird, selbsterklärend. Und im Events-Modul benutze ich das gleiche Datum, allerdings als Datum, an dem das Event stattfindet. Und dadurch, dass man dieses Datum in einem Artikel frei setzen kann, habe ich einen wunderbaren Eventkalender für den trivialen Fall Datum, Titel und Text dazu. Das habe ich da reingeworfen, bin dann in den Modulmanager gegangen, habe da in Erweitert reingeklickt und da gibt es das Feld Alternatives Layout. Und hier kann ich jetzt hingehen und meinen gerade erstellten super-duper Eventkalender-Override auswählen und speichern. Jetzt in dem Fall Zeitnews, Events steht da genauso. Das ist was sehr Schönes, weil sich gerade mit diesen Artikelgeschichten sehr viele Anwendungsfälle mit so einem alternativen Layout erschlagen lassen, wo man sonst mal wieder ins Extensions Directory muss, um sinnfreies Modul XY nachzuinstallieren, dass es dann bei der Migration nicht mehr gibt und dann ist es wieder fort. So Sachen funktionieren besser in meinen Augen. Die exakt gleiche Nummer mit dem alternativen Layout gibt es aber nicht nur für Module, sondern auch für Artikel und für Kategorieansichten. In der Kombination mit den Artikeln ist das eigentlich eine ganz charmante Sache, weil es bei den Artikeln, auch da glaube ich seit Joomla 1, ich bin mir nicht sicher, gibt es ja diesen Tab, ich weiß nicht, wie der heißt, Daten und Links oder sowas, da steht sowas drin wie Link A, Link, Link A, Target und sowas und man hat drei Bildfelder, die man auswählen kann. Dinge, die man im normalen Leben, lege ich meine Hand für ins Feuer, wahrscheinlich nie benutzt hat und sich immer gefragt hat, was soll der Quatsch und wieso ist es da drin? In der Kombination mit einem alternativen Layout kann man jetzt hingehen und den Kundenanwendungsfall erschlagen, wo der Designer sich ein richtig wunderhübsches Layout für die Newsseite überlegt hat. Sowas wie Bild klein links, 200 Pixel breit, eigentlicher Artikel des Artikeltext rechts daneben in mit so und so viel Abstand. So Sachen, die Menschen, die einigermaßen HTML-affin sind, sich mal kurz zusammenklicken, wo der Normalkunde aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit binnen 5 Sekunden das Ding in die Luft gejagt hat. Mit einem alternativen Layout gehe ich hin, nehme mir das simple Bildauswahlfeld Bild 1, schmeiße das an der richtigen Stelle mit der richtigen CSS-Klasse in der richtigen Größe raus, nehme mir den Artikel Fließtext, schmeiße den in der entsprechenden Divbox raus, damit der das tut, was er soll und sage dann einfach nur meinem Kunden, bei jedem Newsartikel bitte als alternatives Layout Newsartikel auswählen. Das macht das Leben leichter, das reduziert dramatisch die Zeit, die man am Telefon verbringt. Gleiches Prinzip in Grün gibt es bei den Beiträgen, bei den Kategorien. Auch da kann ich, was weiß ich, jetzt mal Anwendungsfall konstruiert, ein Glossar. Ich möchte bestimmte Wörter, die branchenspezifisch sind, bei mir auf der Seite noch kurz erklären oder so ein Schwachfug gibt es ja. Da gibt es dann natürlich wunderbare Glossar-Komponenten. Aber auch da ist eventuell der einfachere Weg, eine neue Kategorie Glossar anzulegen, da die Begrifflichkeiten reinzuhauen und dann über ein entsprechendes alternatives Kategorie-Layout dafür zu sorgen, dass die anders dargestellt werden, wie man sich das erhofft, weil sich nicht vierspaltig nebeneinander und grün leuchtend. Alternative Layouts sind cool. Eine andere Art von Overrides, die nicht direkt mit diesem ganzen Designkram zu tun hat, sind die Sprach-Overrides. Die sind nett für so Anwendungsfälle wie, lieber Herr Jardin, ich möchte nicht, dass da angemeldet bleiben steht, sondern schreiben Sie da mal rein, ich möchte drin bleiben oder so. Wir sind ein junges, hippes Unternehmen, wir möchten nicht so eine steife Sprache bei unseren Kunden haben oder so. Genau, bin ich schon drin oder sowas, Boris Becker-Style, alles gut.
Da wäre der normale Weg bisher gewesen, deutsche Sprachdatei suchen, öffnen, den String ändern, abspeichern und diese vier Schritte bei jedem Update wieder wiederholen, weil natürlich auch die Sprachdateien wieder überschrieben werden. Seit, auch da, ich glaube, 3.0, 3.1, irgendwas mit 3 vorne dran, gibt es das System der Sprachoverrides. 2.5 schon, umso toller. War spät. Da kommt man hin über Erweiterungen, Sprachen, hier dann in die Overrides und da gibt es den Knopf Neu. Wenn man das anklickt, kriegt man dieses Bildchen, das sich zweiteilt. Zum ersten gibt es auf der rechten Seite die Suchfunktion, wo man in das Feld einen Teil zum Beispiel von dem String reinschreibt, den man da jetzt überschreiben möchte. In unserem Fall angemeldet bleiben, also habe ich da einfach mal angemeldet reingeschrieben. Was Joomla dann macht, ist im Hintergrund alle Sprachdateien durchsuchen und mir alle Stellen ausgeben, hier unten bei den Suchergebnissen, wo dieser String einmal auftaucht. Den passenden davon, da ist manchmal ein bisschen detektivischer Spürsinn gefragt oder einfach Try and Error, weil den String angemeldet bleiben gibt es zum Beispiel, ich glaube, in 6 verschiedenen Sprachdateien, man gönnt sich ja sonst nichts. Einfach anklicken, dann wird hier oben dieser Sprachschlüssel, das ist quasi der sprachunabhängige Platzhalter, automatisch reingesetzt und ich kann hier, ich bleib hier oder bin ich schon drin, reinschreiben, abspeichern und das wird dann unabhängig von der eigentlichen Sprachdatei abgelegt. Das ist insofern eine sehr nette Geschichte, weil das zum Beispiel auch im Backend funktioniert. Es gibt separate Sprachoverrides fürs Backend und in Kombination mit den eben erwähnten alternativen Layouts kann ich dann hingehen und aus dem Bezeichner Bild 1, der normalerweise an dem Feld drinne steht, da hinschreiben, Bild für den Newsartikel. Zack, wieder 5 Minuten am Telefon gespart. Herr Jardin, welches von den 4 Feldern muss ich denn dafür nehmen? Steht doch da. Fällt dann natürlich so raus nach dem dritten Versuch, weil ich den falschen String hatte. Die letzte Geschichte ist, auch da war tatsächlich was mit 3 vorne dran, JLayout. Der Grundgedanke dahinter war der folgende. Mal angenommen, wir hätten sowas wie diesen Block mit wann ist es geschrieben worden, wer hat es geschrieben und in welcher Kategorie steht es. Das ist ein Infoblock, der tauchte auf, ich glaube, in der Kategorieansicht eines Beitrags, in der einzelnen Beitragansicht eines Beitrags, in der Archivansicht. Ich glaube, Weblinks benutzte es teilweise auch nochmal. Und in jeder dieser Komponenten stand identischer Code, war einfach dahin copy-pasted. Immer dann, wenn Entwickler etwas an Stelle A kopieren und an Stelle B unverändert einfügen, stirbt ein Kätzchen. Man macht sowas nicht. Stattdessen dachte man sich, hey, wir brauchen irgendein System, womit wir diese HTML-Schnipsel, diese wiederverwendbaren, auch tatsächlich wiederverwenden können. Ein Recycling-System. Und das ist JLayout. JLayout begegnet einem in der normalen Joomla-Welt meist in Form einer solchen Nummer hier. Da steht dann JLayout-Helper-Render und dann irgendwas mit Punkten zwischen. Das hier ist jetzt der JLayout-Aufruf, der diese als E-Mail verschicken und drucken und editieren Icons ausgibt. Diese Icons gibt es in der normalen Beitragskomponente, in der Com-Content. Das ist ein Teil von Joomla und es macht was mit Icons. Und aus diesen 3 Tatsachen setzt sich jetzt zusammen, wie dieses Layout heißt. Das ist nämlich hier joomla.content.icons. Wo steht der Spaß jetzt? Standardmäßig im Ordner Layouts im Joomla-Root-Verzeichnis und dann ist jeder Punkt quasi eine neue Ordnerebene. Wir erinnern uns, wir hatten Joomla als Ordner, Punkt Content als Ordner und das letzte Ding ist dann icons.php, das ist dann die jeweilige Datei. Diese Layouts
lassen sich ebenfalls überschreiben. Das geht auch über den Template Manager. Da klickt man sich dann halt das Richtige raus. Content klickt man drauf und dann fallen da die Icons raus. Wird dann im eigenen Template-Ordner wieder ein Override für angelegt. Da gibt es dann den Ordner Layouts im HTML-Verzeichnis. Und da kann man nach Herzenslust rumbasteln. JLayout macht aber seit Joomla 3.2 etwas, was noch zusätzliche Flexibilität einbringt. Nämlich, es sucht nicht nur im eigenen Template-Ordner und dann in diesem normalen Layouts-Ordner im Joomla Root, sondern es sucht an insgesamt 4 Stellen. Als allererstes im Overrides-Verzeichnis des Templates, das geht bis hier, im Ordner Layouts, da sind wir dann. Und dann gibt es die Möglichkeit, ein Layout-Override für eine bestimmte Komponente zu machen. Wir erinnern uns, diese Layouts werden von verschiedenen Komponenten wiederverwendet. Wenn ich jetzt mit dem Aussehen dieser Icons in 18 Erweiterungen eigentlich ganz zufrieden bin und nur in der 19. das Icon in Rot haben will, wäre ich reichlich dämlich, einen allgemeinen Override zu machen, sondern ich möchte es nur für diese Komponente. Und das passiert dadurch, dass ich den Ordner Komponentenname dazwischen schiebe. Wenn diese Datei nicht gefunden wird, geht JLayouts hin und sucht im Ordner der eigenen Komponente. Da ist dann der Erweiterungsentwickler gefragt. Der hat hier die Möglichkeit, wenn er zum Beispiel das Joomla Icons Layout verwendet, aber in seiner Komponente kommt ein Knopf dazu, kann er das an der Stelle reinwerfen. Wenn auch das nicht gefunden wird, wird im allgemeinen Template Override Ordner geguckt. Und wenn da auch nichts ist, dann nehmen wir das, was Joomla sowieso mitbringt. Ist also ein mehrstufiges System und erlaubt mir, diese Layouts komponentenspezifisch zu beeinflussen. Nächster Level, um es noch komplizierter zu machen. Das ist jetzt ein Teil, der ist für Erweiterungsentwickler eher interessant. Alle anderen können im Zweifelsfall mal kurz 3 Minuten das Brain auf Suspend stellen. Es gibt einen alternativen Aufruf für diese JLayout-Geschichten. Das geht entweder über den Layout-Helper, wo man eigentlich nur den Namen des Layouts übergibt und dann fällt das an der anderen Stelle raus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine neue Instanz von JLayout-File zu übergeben. Da gibt es dann neben dem Namen des Layouts, einem zweiten Parameter, wo ich nicht weiß, was er bedeutet, das muss ich nachgucken, gibt es die Möglichkeit, ein Array mit Optionen zu übergeben. Und dort gibt es die Option der Suffixe. Ein Beispiel, wofür diese Suffixe sehr schön sind, ist, wenn man hier die aktuelle Joomla-Version übergibt. Der erste hier, get short version, wäre aktuell zum Beispiel 3.3.3. Der zweite wäre 3.3, genau, und hier unten, da fällt einfach nur eine 3 raus. In dem Moment, wo diese Suffixe angegeben sind, sucht JLayout in jedem der 4 genannten Ordner von eben, Template Override, Komponente und so weiter, nicht mehr nur einfach nach icons.php, sondern prüft in der Reihenfolge, wie die Suffixe angegeben sind, ob es diese Datei jeweils gibt. Über diese Nummer kann ich als Erweiterungsentwickler hingehen und zum Beispiel sagen, ich brauche Icons, aber unter 2.5 sehen die anders aus als unter 3.3. Und weil es in Joomla 3.2.1 einen ganz fiesen Bug gab mit diesen Icons, brauche ich da nochmal eine Sonderlösung. Hab hier also noch mal mehr Flexibilität und Macht und Komplexität ist ja leider auch mit bei. Das Zwiebelsystem geht dann sehr weit runter, wird ein bisschen friemelig, wenn man unten ist, aber eigentlich kann man da schöne Sachen mitmachen. Ich würde jetzt sagen, wir schmeißen eine Runde Zwischenfragen dazu und wenn sonst nichts ist, kann ich sonst aus meinem beruflichen Alltagsleben mal ein paar Beispiele für Overrides uns noch zeigen, was man so machen kann. Ja, bitte. Ja, also die Idee von Overrides finde ich gut. Ich habe keine Lust, Fragen mich natürlich, wenn ich ein Update mache von Joomla und genau diese Template-Datei sich geändert hat, weil Security-Fix reingekommen ist, wie man da Ja.
Ich habe da kein Best Practice für bisher. Ich weiß nicht, hat sonst, ist ja, ihr seid ja auch schon mal Nutzer, irgendjemand ein Skript, eine Idee, wie man da up to date bleibt und merkt. Ja. Also wer, ja? Ufuk? Also was mir fallen auf Anhieb der ein oder andere Fix, Security Fix ein, der Overrides betroffen hätte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dir übrigens der ein oder andere Security Fix fehlt, ist nicht so ganz schlecht. Das nur so am Rande. Mir fällt jetzt, da kommt dann der Entwickler in mir durch, es müsste verhältnismäßig trivial sein, wenn du, was weiß ich, irgendwo in deinem Kundenordner eine Datei hast, overridden.php, da schreibst du einfach die Dateinamen rein, abzugleichen mit dem Changelog von Joomla, ob eine Datei, die du da überschrieben hast, betroffen ist. Das bekommst du über GitHub und über die API raus. Das ist eine Fingerübung. Da muss man sich halt mal einen halben Tag hinsetzen und das zusammenschreiben. Ich habe eine Frage, ist der Prozess, dass die einzelnen Code-Elemente der Seite dort hinterher vom Content-Views, dass die schon im Chain-Layout aufgesolzt sind, ist das schon abgeschlossen oder gibt es da noch Dinge, die da fehlen oder die noch gemacht werden? Da kann der Kollege vom Production Leadership die. Es ist noch nicht fertig. Das ist ja leider Sisyphus-Arbeit. Ja. Klar. Logisch. Auch da gleiches Muster. Ordnername, Punkt, Ordnername, Punkt, Dateiname. Kannst du auch beliebig viele Ordnernamen hintereinander vergessen. Klar. Also ich habe in dem Kundenprojekt gestern, was ich gezeigt habe, Kunden und Sprachhasen kommt gleich vielleicht nochmal, benutze ich das JLayout-System an verschiedensten Stellen. Jetzt in dem Fall nicht primär, weil ich da Code-Schnipsel habe, die sich wiederholen, sondern zum Beispiel, weil ich da, ich zeige das vielleicht einfach mal gerade, ich mache da ein Override vom Menümodul. Wo sind wir denn da? Also damit wir alle mitreden können. Aktuelles Kundenprojekt. Wo es zum Beispiel so ist, dass aus mir unerfindlichen, wahrscheinlich usermäßig total tollen Gründen mitten im Menü noch Content ausgegeben wird. Redaktioneller Content. Das ist jetzt standardmäßig mit Joomla-Bordmitteln eher suboptimal lösbar, sollte man denken, ist aber eigentlich vollkommen trivial. Achso, fast. Entschuldigung. Ich habe ein Override für das Menümodul angelegt. Das heißt jetzt hier TopNav Component. Und prüfe, ob dieser Menüeintrag jetzt so ein besonderer ist, wo ich diese Box haben will. Und falls ja, hole ich mir die Informationen, die in diese Box sollen, das ist hier diese Details-Geschichte, und rendere das dann in einem Layout. In dem Fall benutze ich explizit JLayout, weil ich dieses Menümodul, das ist, um es zu modifizieren und da sinnvoll größere Mengen HTML unterzubringen, ist das echt schweineunübersichtlich. Und da schmeiße ich dann den JLayout rein und hole mir das dann aus meinem eigenen Template-Ordner raus, damit es einfach sauberer ist, getrennt. Ich mag diesen Mischmasch, denkst du nicht. Der Content, jein, wäre machbar mit ein bisschen Datenbankwissen. Du kannst da auch, du kannst über so eine Nummer problemlos jedem Menüeintrag zum Beispiel eine Modulposition zuweisen. Da machst du dann so Nummern wie liebes Joomla, render an dieser Stelle die Modulposition, Menü, Unterstrich und dann Eintrag dieses Menü, ID dieses Menüeintrags. Lässt du dynamisch durchlutschen. Und wenn du dann denkst, an dieser einen Stelle in meinem Menü, das gibt's ja bei diesen Dropdown, super, duper, Menü, Mega-Dingern, öfter mal, dass man da eine Modulposition unterbringen kann. Über so Nummern machst du das einfach mit Joomla-Bordmitteln und musst nicht das Maxi, CK, hast du nicht gesehen, Modul nutzen.
die es dann für Joomla 4 wieder nicht geben wird und dann ist es wieder scheiße. Ähnliche Geschichte für einen simplen Override, auch das gestern gezeigt, hier rechte Seite, das hier ist auch ein Menümodul, das hier oben ist der Link und darunter sollte aus mir unerfindlichen Gründen ein Beschreibungstext stehen. Auch das ist was, das treibt dem Otto-Normalnutzer in der Joomla-Szene jetzt eher die Schweißperlen auf die Stirn, ist aber vollkommen trivial umsetzbar, wenn man nachdenkt. Wenn ich nämlich mal in das Menü gehe, finden wir hier der Teil, der verlinkt ist. Und dann so, das nennt sich Pipe, dieses Symbol, dieser aufrecht stehende Strich, zwei davon hintereinander. Das habe ich mir als Trennzeichen einfallen lassen, weil ich dachte, das kommt in normalen deutschen Sätzen eher selten vor. Und dahinter der entsprechende Text, der dahin soll. Da gibt es dann wieder mal ein Override für das Menümodul. In dem Fall angelegt als alternatives Layout, heißt dann in dem Fall Sidebar. Habe ich dann dem Modul zugewiesen. Und da gibt es dann einfach einen Check, nämlich kommt in diesem Link, den wir da gerade gesehen haben, mein Trennzeichen vor. Falls ja, nimm diesen Text auseinander und den ersten Teil, den gibst du bitte verlinkt aus und den zweiten Teil als normalen Text. Schwupps, hat man Joomla mit einem kleinen Override um eine geniale Funktion bereichert, wofür man sonst denken würde, man bräuchte irgendwelche großartigen Template-Frameworks. Das kann man selber machen, nicht für so einen Scheiß große Erweiterungen nutzen. Ja. Weitere Fragen? Es gibt in der aktuellen Ausgabe des Joomla Community Magazines einen Artikel vom Sander, der jetzt nicht in diesem Raum ist, weil er, glaube ich, gerade eine Session hält, aber auch hier ist, der genau das nochmal detaillierter beschreibt, wie kann ich mit einem Override die Standard-Frontend-Beitrag einfügen, Ansicht absolut idiotensicher gestalten. Auch er benutzt Template-Overrides, er benutzt einen Sprach-Override plus die Parameter, die in Joomla sowieso schon drinstecken. Und in der Kombination wird bei ihm dann zum Beispiel das hier. Da hat er dann über einen Sprach-Override aus, ich weiß nicht, Access-Level hat er gesagt, Visible for, wer soll das denn sehen? Was hat er sonst noch gemacht? Die ganzen weiteren Publishing-Daten und sowas braucht keine Sau, hat er rausgenommen. Ich glaube, er hat auch irgendwie das Layout an diversen Stellen umgestellt. Und wenn man das dann noch mit einem gescheiten Editor-Konfiguration kombiniert, klingelt schon wieder weniger das Telefon. Und das will man ja mindestens. Ja. Genau. Also Erweiterung, Template. Das funktioniert mit allen Templates so. Das funktioniert in der Regel auch mit allen Komponenten so. Es gibt eine Handvoll Komponenten, mit denen das nicht funktioniert. Das sind nämlich die, wo die Entwickler seit Pi mal Daumen 5 bis 8 Jahren nicht mehr so hundertprozentig up-to-date sind, wie das gerade bei Joomla läuft. Das ist eine Technik, die ist mit Joomla 1.5 mal implementiert worden. Und wenn man seit Joomla 1.5 eine Komponente neu geschrieben hat, sollte die das normalerweise können. Wie gesagt, die Dinosaurier, die das nicht können, das sind so die Kollegen Community-Builder. Ja. Ja. Die Usim-Templates nutzen das sogar selber, um die Sachen dann aufs Warp-Framework umzulenken. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo der Sven da hinten gerade sitzt. Ich glaube, Kunena, da sind die Overrides da in Nutzung, aber ihr macht das irgendwie über dieses Template-System, ne? Nochmal separat, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, da kann man nichts hinzufügen. Genau, und
Diese Overrides werden je Template angelegt. Das heißt, wo man wirklich tatsächlich drauf aufpassen muss, wenn man sich hier durchklickt, ist, dass man vorm Anlegen dieses Overrides hier das richtige Template anklickt. Wenn ich jetzt ein Override im ISIS anlege, wird das erstaunlicherweise mein eigenes Template nicht beeinflussen. Da muss man halt schon das Richtige nehmen. Hat aber auch da wiederum unter Umständen charmante Vorteile. Naja, ist halt flexibel und so. Keiner zuckt mehr? Dann, ich weiß nicht, wann sollte ich anfangen? Viertel nach, ne? Ja, dann sind wir jetzt so früh fertig, dass ihr vor allen anderen beim Mittagessen seid. Guten Appetit!